Wenn ich als Privatanleger in die Märkte investiere, ist natürlich völlig klar, ich möchte ein Maximum an Rendite haben. Aber mittlerweile schauen viele Privatanleger auch auf die Schwankungsbreite eines Wertes oder eines Portfolios. Und genau darüber möchte ich reden mit Dr. Alexander Seibold von Dr. Seibold Capital. Die Frage ist, welche Kenngrößen es denn gibt, um das maximale Risiko meines Depots zu messen. Welche sind denn für Sie da zuvorderst zu nennen? Ja, im Wesentlichen zwei Größen. Zunächst die klassische Größe ist die Volatilität, wahrscheinlich allen Privatanlegern auch gut bekannt, also als Schwankungsmaß, aber eben ein generelles Maß, relativ abstrakt. Und daneben seit jüngerer Zeit ein zweites Maß, das nennt sich Rückschlagsrisiko oder maximaler Rückschlag des Portfolios, auf gut Neudeutsch maximal Drawdown, also Rückgang des Portfoliowertes, und diese beiden Größen sind eigentlich die, mit denen sich Risiko am besten darstellen lässt. Bevor wir noch speziell auf die zweite Kenngröße eingehen, noch eine Grundsatzfrage. Bemisst sich das sowohl auf dem Weg nach oben als auch auf dem Weg nach unten für die einzelnen Depotwerte oder das Depot an sich? Richtig, es geht in beide Richtungen, nach oben und unten. Und das ist im Prinzip auch genau das Problem. Risiko entsteht ja für den Privatanleger nur, wenn die Bewegung nach unten geht. Eine positive Bewegung nach oben mit hoher Geschwindigkeit und entsprechend starkem Momentum ist ja für den Anleger genau das, was er möchte. Produziert aber im Prinzip die gleiche Kennzahl Volatilität. Von daher ist die Frage, ob eben Volatilität wirklich die richtige Größe sein kann. Also mit anderen Worten, in der Tat ist dieses maximale Drawdown oder Rückschlagspotenzial oder Rückschlagswert die bessere Kenngröße. Wie bemisst man die in Prozent? Wie gibt man die an? Und was ist eine gute Kenngröße hier in diesem Zusammenhang? Ist eigentlich relativ leicht zu messen, auch für den Privatanleger leichter selbst nachzuvollziehen als Volatilität. Es ist eigentlich der Wert über das Jahr gemessen, beginnt also im Kalenderjahr, 1. Januar bis 31. Dezember, und ist der maximale Rückschlag, den das Depot oder das Portfolio im laufenden Jahr oder in einer bestimmten Zahl von Jahren, 2-3 Jahren, wenn in der Regel genommen, jeweils erreicht hat, also im Prozent gemessen. Guter Wert ist beispielsweise eine Größe von 3% übers Jahr. Ja, mit der kann man ganz gut arbeiten. Also mit anderen Worten, wenn mein Depot gut läuft und ich, sagen wir mal, 8% im Plus bin, dann Pech habe, weil der Markt zurückgeht und ich am Ende des Tages bei minus 2% liege, wäre summa summarum der maximale Rückschlag bei 10 Prozentpunkten. Richtig, und das wäre eindeutig zu viel. Okay, das wäre eindeutig zu viel für ein gutes Depot. Haben wir das auch geklärt? Gilt denn dieser Wert für alle Anlageklassen oder nur für Aktien oder Indizes? Gilt für alle Anlageklassen, lässt sich auch genauso eben ermitteln. Ich kann es für ein Aktienportfolio rechnen, ich kann es für ein Rentenportfolio rechnen, für ein Rohstoffportfolio, für ein Währungsportfolio, was immer ich möchte. Und es gibt noch eine sehr gute Möglichkeit, vielleicht nur so als Hinweis für den Privatanleger am Rande, zwischen einem konservativen und einem eher chancenreich aufgestellten Depot zu unterscheiden. Also ein konservatives sollte ein Rückschlagspotenzial, ein Drawdown von ca. 1,5% aufweisen. Ein bisschen aggressiveres Depot auch eine Rückschlagsmöglichkeit von 4-5% aufweisen, eben um auch mal nach unten atmen zu können, aber mehr sollte es auf keinen Fall sein. Haben wir wieder was gelernt in unserer Rubrik Börsenwissen. Es gibt nicht nur die Volatilität, sondern auch maximal Drawdown. Ganz herzlichen Dank, Dr. Alexander Seibold. Danke Ihnen.